Mein Name ist Magdalena Falkenhan. Ich bin Referentin bei der Stiftung Bildungszentrum und habe die große Ehre, heute die Einführung zur Hamoll-Messe zu geben und ein paar Anregungen. Das größte Kunstwerk, das die Welt je gesehen hat. So beschreibt Karl Friedrich Zelter 1811 Bachs Messe in Hamoll. Das größte Kunstwerk, das bis heute einige Fragen offen lässt. Die Hamoll-Messe erhöht die Rätselfreuden unter Bach-Liebhabern. Ein Werk, das wie aus einem Guss erscheint, stammt in Wirklichkeit aus unterschiedlichen Schaffensperioden. Die Entstehungsgeschichte ist verzwickt, die Quellen bieten ein großes Puzzle. Es gibt beispielsweise immer wieder Forscher, die die Meinung vertreten, dass das Werk von vornherein gar nicht als Einheit gedacht war und auch nicht als solches anzusehen sei. Vielleicht gibt ein Blick auf die letzten Lebensjahre Bachs hilfreiche Erkenntnisse. Was kann ein Mensch noch tun, der technisch und geistig in seiner Kunst die höchste Stufe des von Menschen Erklimmbaren erreicht hat? Das fragte sich Komponist Paul Hindemith 1950 in einem Vortrag über Johann Sebastian Bach. Mit Mitte 50 hatte Bach alles erreicht, was man am Musik-Olymp erreichen konnte. Und das nicht nur als Komponist, sondern auch als Kantor, Organist und Kapellmeister. Ausgehend von einem Auftrag König Friedrich II. Über eine Fugenimprovisation widmete er sich noch einmal der Tonkunst und beginnt darüber hinaus die Arbeit an die Kunst der Fuge. Ein Zyklus von 14 Fugen und 4 Kanons, der sich systematisch und in einer bis dahin unbekannten Weise mit dieser Gattung auseinandersetzt. Das Wesen der Kontrapunktik sollte in der reinen Gestalt der Fuge dargestellt werden und die Quintessenz des Schaffens Bachs sein. Die Kunst der Fuge bleibt jedoch Fragment. Der Komponist stirbt 1750 mit 65 Jahren. Die Partitur bricht unvollendet ab. Lange galt die Kunst der Fuge als Bachs letztes Werk. Doch da gab es etwas anderes, das Bach über Jahrzehnte seines Schaffens nicht losließ. Eine im Jahr 1733 komponierte Missa Brevis, also eine kurze Messe, die Bach für seinen Landesherrn Kurfürst Friedrich August II. Schuf und sich damit um das Amt eines sächsischen Hofkomponisten bewarb. Die Bewerbung führte zunächst nicht zur ersehnten Anstellung. Er sollte erst 3 Jahre später, 1736, den Titel erhalten. Ob die Missa Brevis von 1933 nach der gescheiterten Bewerbung jemals aufgeführt wurde, ist unbekannt. Fakt ist, dass die Gestaltung der Missa mit Kyrie und Gloria jedenfalls dem Aufbau einer Messe entsprach, wie sie in jener Zeit üblicherweise in evangelischen und katholischen Gottesdiensten zur Aufführung kam. 1748, 2 Jahre vor seinem Tod, holte der Komponist also dieses Werk wieder aus der Schublade hervor. Er hat den Ehrgeiz, sich doch noch einmal mit der Missa Solemnis, der Vertonung des kompletten Messoratoriums, zu beschäftigen. Nicht nur das. Der überzeugte Lutheraner Bach vertont als Missa Tota die katholische Messliturgie. Und das mit größter Sorgfalt. Eine Tatsache, die Musikliebhaber bis heute irritiert. Die katholische Missa Tota besteht aus 5 Teilen. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus mit Hosanna und Benediktus und Agnus Dei. So etwas hatte Bach bis dahin noch nicht geschrieben. Interessant ist auch, dass Bach die Messe wohl ohne besonderen Anlass oder Auftrag vertonte. Seine Motivation lag, so muss man vermuten, wohl ausschließlich im künstlerischen Gestaltungswillen. 2 Jahre lang machte sich Bach also daran, die Missa Brevis von 1933 zur Missa Tota zu vervollständigen.
Er sollte mit diesem heute als H-Moll-Messe bekannten Werk sein letztes großes Stück vollenden und damit sein Vermächtnis schaffen. Bis heute gilt Bachs H-Moll-Messe neben Beethovens Missa Solemnis als die bedeutendste Messvertonung aller Zeiten. Der Komponist zeigt hier das gesamte Spektrum seines kompositorischen Könnens. Die Vielfalt der Ausdrucksformen und Satzarten und die tiefsinnige musikalische Ausdeutung der Worte sind ungewöhnlich. Zu Bachs Zeiten gab es keinerlei Vorbild für diese Art zu komponieren. Aufgrund der Unvereinbarkeit von Bachs persönlichem protestantischen Glauben und der Vertonung der großen katholischen Messe wird die H-Moll-Messe des Öfteren als überkonfessionell und universell gedeutet. Andere sehen darin schlicht ein privates Anliegen Bachs. Letztlich ist diese Frage nicht mehr zu klären. Der Bestimmungszweck der H-Moll-Messe wird wohl ein Rätsel bleiben. Bei der Erweiterung der Messe nutzte Bach ein bewährtes Verfahren, bei dem er bereits komponierte Sätze älterer Werke überarbeitete, mit einem neuen Text unterlegte und in den neuen Kontext der Messe einbettete. Dieses Recyceln eigener Werke nennt man Parodie. Es mag aus heutiger Sicht irritieren, eigene und teilweise auch fremde musikalische Ideen mehrfach zu verwenden. Zu Zeiten Bachs, als Musik technisch noch nicht reproduzierbar war, war es jedoch die einzige Möglichkeit, qualitative Stücke mehrmals zur Aufführung zu bringen. So setzt sich Bachs H-Moll-Messe aus folgenden Teilen zusammen. Erstens den mittels Parodieverfahren gewonnenen Sätzen Hosanna, Benedictus und Agnus Dei. Zweitens ein im Jahr 1724 entstandenes Sanctus. Drittens die aus der Missa Brevis stammenden Teile Kyrie und Gloria. Sowie viertens das größtenteils neu komponierte Credo. Dass sich die einzelnen Puzzleteile bruchlos aneinanderfügen und das Gesamtwerk wie aus einem Guss erscheint, zeigt die Einzigartigkeit des Bachschen Schaffens. Formal handelt es sich bei der H-Moll-Messe um eine Kantatenmesse. Auf Rezitative wird verzichtet. Solo-Arien und Duette wechseln sich mit 4- bis 8-stimmigen Chorsätzen und konzertierenden Instrumenten ab. Im Folgenden werde ich jetzt die einzelnen Teile der Komposition kurz skizzieren. Am Anfang jeder Messe steht der dreiteilige Erbarmensruf Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Bach vertonte ihn entsprechend in 3 Sätzen. Bei der Ausgestaltung bleibt Bach seinem obersten Prinzip treu, Kontrast und Abwechslung. Diese prägen den Messbeginn. Bach gestaltet den Erbarmensruf nicht in einer erwartbaren A-B-A-Form, sondern er gestaltet 2 große unterschiedliche Chorfugen. Der erste Satz beginnt mit einem großen, gewaltigen Aufschrei in Tutti, dem Aufschrei der Menschen um die Gnade und das Erbarmen Gottes. Es entwickelt sich eine bewegliche Fuge mit ausgedehnten Instrumentalzwischenspielen und Orchester. Im Gegensatz zum Kyrie, dessen Bittruf aus der Verzweiflung des unsicheren und leidenden Menschen hervorzudringen scheint, vertont Bach das Christe Eleison beinahe heiter, voller Zuversicht und Vertrauen. Christus wird als die 2. Person des dreieinigen Gottes angerufen. Bach drückt dies in der Vertonung mit 2 Solostimmen aus. Das 2. Kyrie schreibt Bach im alten und feierlichen Stile Antico. Im Gegensatz zum 1. Kyrie vereinigt Bach Instrumental- und Vokalstimmen, das heißt, die Begleitung ist weitgehend identisch mit dem Gesang. Das Kopfmotiv des Themas enthält gleich 2-mal ein musikalisches Symbol für das Kreuz. Zum einen gehen die Töne selbst über Kreuz. Die Intervallschritte aufwärts, abwärts, aufwärts stehen in der barocken Musikrhetorik für das Kreuz. Ebenso entstehen durch die Erniedrigung des 2. und die Erhöhung des 3. Tones durch ein Kreuzzeichen ein ausdrucksstarkes, vermindertes Intervall, das an die Leiden Jesu erinnert.
Das Gloria beginnt Bach mit einem überraschenden Kontrast. Nach dem eher meditativen Kyrie folgt ein festlicher Gloria-Chor zur Huldigung Gottes. Hier zeigt Bach, wie ausgefeilt seine musikalischen Kunstgriffe bei der Auslegung des Textes sind. Zum einen verwendet er Pauken und Trompeten. Beide Instrumente galten zu seiner Zeit als königliche Instrumente. Sie sind Symbole für die Macht des Gottessohnes, der gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen. Wie beim Kyrie, so baut Bach auch beim Gloria auf Kontrast und Abwechslung. Das Laudamus vertont Bach als Sopranarie mit Koloraturen und einer Solovioline als lebhafte Gegenstimme. Im darauffolgenden Gratias gestaltet der Komponist einen strengen Fugenchorsatz, bei dem Instrumente und Vokalstimmen wieder parallel geführt werden. Mit Domine Deus folgt ein inniger Hymnus auf die Dreieinigkeit, der als Duett von Sopran und Tenor ausgestaltet ist. Das Qui tollis ist ein inniges, stilles Gebet an den gekreuzigten Jesus mit individuell begleitenden Instrumenten. Besonders zu beachten sind die Flöten mit ihren seufzenden, nicht enden wollenden 16. Figuren. Es folgt die Altarie Qui sedis mit echoartiger Oboe und die Bassarie Quoniam. Das Finale Cum Sanctu Spiritu ist ein strahlender fünfstimmiger Chor. Ein Jubelhymnus mit Tutti-Begleitung und konzertanten Solo-Effekten. Als zweites sehr textreiches Ordinariumsstück teilt Bach das Credo wie das Gloria in mehrere Sätze auf. Die insgesamt 9 Einzelsätze fügt er zu einer symmetrischen Gesamtform zusammen. Im Zentrum steht der Crucifixus-Chor, der den Tod Jesu beweint. Um diesen Chor herum gruppieren sich 2 weitere Chöre, Et Incarnatus und Et Resurrexit. Diese werden wiederum von 2 Solonummern umschlossen. Am Anfang und Schluss des Credo stehen jeweils 2 Chöre, die zum einen als A Cappella-Form über beweglichen Generalbass und zum anderen als festlicher Tutti-Chorsatz ausgelegt sind. Das Credo ist im Gesamten axial symmetrisch angeordnet und spiegelt die Form des Kreuzes wider. Dadurch rückt Bach die entscheidende Aussage des lutherischen Glaubens, nämlich die Menschwerdung Jesu, in den Mittelpunkt. Das Sanctus, das Bach ursprünglich zu Weihnachten 1724 komponiert hatte, ist 6-stimmig und orientiert sich am Formtypus Präludium und Fuge. Es beginnt mit dem dreimaligen Heiligruf, ein Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. Bach zeigt im Sanctus eine komplexe Harmonisierungs- und Stimmführungskunst. Die heilige Zahl 3 spielt hier eine große Rolle. Zum einen in der Aufgliederung der Instrumentalbesetzung in je 3 Trompeten, Oboen und hohe Streicher. Zum anderen im triolischen Dreierrhythmus oder in den Dreier- und Sechsergruppierungen des Chores. Mit seinen 168 Takten gilt das Sanctus als der umfangreichste Chorsatz im Oeuvre Bachs. Der Einleitungssatz zum Hosanna ist der einzige doppelchörische, also 8-stimmige Satz der Messe und gleichzeitig eine Parodie einer weltlichen Kantate aus dem Jahr 1734. Diese mitreißende Festmusik avanciert hier zum Hymnus für den Himmelsfürsten. Die Tenorarie Benedictus wirkt schlicht und meditativ. Die ausdrucksvoll deklamierende Singstimme wird durch 2 bewegliche Instrumentalstimmen zum Trio ergänzt. Das Agnus Dei erklingt als Altarie. Der Melodik der Singstimme werden 2 unisono geführte Violonstimmen gegenübergestellt. Für den Schlusssatz, das Dona Nobis Pacem, wiederholt Bach den Gratias-Chor aus dem Gloria mit neuem Text. Das Ende soll nicht triumphal wirken, sondern soll durchdringt sein von flehender Intensität. Eine eindringliche Friedensbitte mit nur sehr verhaltenen Trompeteneinsätzen. Durch den Rückgriff auf das Gratias macht Bach hier nochmals seine Auffassung der Messfeier als Dankgottesdienst deutlich.
Mit der H-Moll-Messe hat Bach sein Vermächtnis geschaffen. Ob er selbst eine Aufführung seiner Missa Tuta jemals erlebt hat, ist zu bezweifeln. Die erste belegte Gesamtaufführung fand 1835 durch die Berliner Singakademie mit nicht weniger als 160 Choristen statt. Ehrfürchtig nannte Franz Liszt die Messe den Mont Blanc der Kirchenmusik. Auch der Druck des Werkes ließ über 100 Jahre auf sich warten. Die Komposition erschien erst 1845 beim Verlag Simrock in Bonn. Aus jener Zeit stammt auch die Bezeichnung Hohe Messe, die den besonderen Gehalt des Werkes andeutet. Um die Bedeutung von Bachs Messe für die Gegenwart zu unterstreichen, hat die UNESCO 250 Jahre nach Entstehung das Autograph zum Weltdokumentenerbe erklärt. Es gäbe noch viele interessante Dinge zu sagen über das größte Kunstwerk aller Zeiten und Völker, wie der Schweizer Musikpädagoge Hans-Georg Nägeli das Werk einst bezeichnete. Ich beende an dieser Stelle jedoch meine Ausführungen, hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben konnte und wünsche Ihnen jetzt ein mit Sicherheit ergreifendes Konzerterlebnis. Vielen Dank.